Ist Poor Things ein legitimer Oscar-Kandidat oder doch eher ein ziemlich verkopftes Art-Project? Poor Things ist der neueste Film von Regisseur Yorgos Lanthimos, der schon mit sehr, sehr außergewöhnlichen Filmen wie The Killing of the Sacred Deer oder auch The Lobster oder zuletzt The Favorite mit Emma Stone und Olivia Colman gezeigt hat, dass er ein sehr visionärer Regisseur mit einer ausgefallenen Vorstellungskraft hat und Geschichten erzählt, die so ein bisschen anders sind. In Poor Things geht es im Grunde genommen um ein wissenschaftliches Projekt. So eine Art Dr. Frankenstein, gespielt von Willem Dafoe. Sein größtes Projekt bzw. seine Kreation ist Bella Baxter, gespielt von Emma Stone. Das ist quasi so die Grundausgangssituation. Und der Film erzählt eine Geschichte der Selbstverwirklichung, der Suche nach sich selbst. Das ist auf dem Papier jetzt gar nicht mal so verkehrt und könnte auch in die Richtung von sowas wie Barbie gehen, einfach in Richtung von Emanzipation und wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich. Die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, ist so unglaublich weird und in meinen Augen auch sehr, sehr triggernd für viele Leute. Hier ist einfach mal eine Liste an Triggerwarnungen, die ich für diesen Film empfehlen würde. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr reingeht. Ohne weiter auf die Geschichte einzugehen, möchte ich jetzt ein paar Dinge beleuchten, die mir gefallen haben und ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben. Fangen wir an mit den positiven Sachen. Das Schauspiel ist großartig. Mark Ruffalo, Emma Stone und vor allem Willem Dafoe spielen allesamt fantastisch. Man glaubt ihnen das sofort und teilweise ist es echt abstoßend, was sie tun und ihre Charaktere, naja, sie wirken sehr realistisch. So Oscar-Nominierungen wie Bestes Kostüm und Bestes Produktionsdesign kann ich absolut nachvollziehen, weil die Sets sind so groß und so ausgefallen. Der Film hat einen ganz eigenen Style, das auf jeden Fall. Teilweise wirkt der Film wie ein großes Theaterstück. Man hat schon fast das Gefühl, es ist eine Bühne und die Charaktere sind so larger than life, die sind so überzogen und übertrieben, wie es eben in einem Theaterstück auch der Fall wäre. Man kann auch sagen, dass die Regie sehr, sehr gut war, weil es hat einfach diesen weirden Effekt gehabt. Man hat sich permanent unwohl gefühlt, aber weil der Film das wollte. Also im Grunde genommen mit allen Zutaten, die der Film hatte, hat er genau das getan, was er eigentlich erzielen wollte. Kommen wir zu den etwas negativen Aspekten des Films, die mir persönlich gar nicht gefallen haben. Erstens, der Film ist wahnsinnig grotesk und absolut nichts für schwache Nerven. Man sollte wirklich wissen, worauf man sich einlässt, finde ich, bevor man sich in diesen Film reinsetzt. Das ist jetzt kein typischer artsy Arthouse-Film, ich gehe da jetzt einfach rein und denke darüber nach, sondern man darf wirklich nicht zart beseitet sein. Der Soundtrack, der ja auch irgendwie für einen Oscar nominiert wurde, ist so verstörend. Der fühlt sich so komisch an, der klingt so ekelhaft tatsächlich. Es sind so hohe Fiepengeräusche, es ist ein komisches Grummeln. Ich glaube, der Soundtrack war einfach dafür konzipiert, dass die Zuschauer sich unwohl fühlen. Die Kamera fand ich wahnsinnig anstrengend. Die ist teilweise irgendwie ein Drittel des Films ist in so einer Fischaugenoptik. Und ja, das soll alles ein gewisses Stilmittel sein, um irgendwie diese weirde Geschichte von Bella Baxter zu beschreiben. Aber ich fand es so anstrengend teilweise als Zuschauer. Ich finde, jedem, der vorhat, sich den Film anzuschauen, sollte bewusst sein, wie deutlich auch die sexuelle Entwicklung und generell Sexualität in diesem Film behandelt wird und auch dargestellt wird. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ungefähr 40% des Films Sexszenen sind. Versteht mich nicht falsch, ich habe kein Problem mit Intimität in Filmen. Nur ich muss sagen, dass ich manche Szenen sehr, sehr fragwürdig fand und ich nicht unbedingt weiß, ob das hätte sein müssen, um die Geschichte zu erzählen. Es ist auf jeden Fall kein Film für die erste Date Night oder für einen gemeinsamen Filmabend mit den Eltern. Zum Schluss kann ich sagen, dass ich es einerseits verstehen kann, dass dieser Film bei den Oscars so einen Wirbel gemacht hat, weil es so ähnlich ist wie Birdman oder auch Boyhood. Diese Filme, wo so ein bisschen der künstlerische Aspekt über allem steht und die Leute quasi geflasht sind von dem, was sie sehen oder fast schon schockiert sind von dem, was sie sehen und ihn deswegen irgendwie nominieren. Ich will nicht sagen, dass der Film schlecht ist, aber man sollte definitiv wissen, worauf man sich einlässt, weil ich hatte echt meine Probleme mit dem Film und neben dem Schauspiel kann ich nicht persönlich sagen, dass ich ihn empfehlen würde. Vor allem, wenn man ein bisschen zartbeseiteter ist. Der Film ist echt nicht ohne. Klickt doch hier für den Film, der mir richtig gut gefallen hat. Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Poor Things fandet. Vielleicht habe ich ihn komplett falsch verstanden. Bis zum nächsten Video. Ciao.